Anderson, folge mir. Jo, mach ich doch schon. Aber danke für den Hinweis. Hätte ich fast vergessen. Auf mein Kommando. Ja, ich muss ja schnell wieder erste Markierung, Veranda, Ostseite. Meinen Atem ein bisschen beruhigen. Na toll, es läuft der noch. Na super. Komm ich gar nicht hin. Oh, da oben steht auch noch einer. So, vom Wind her. Redet er mit einem oder telefoniert er oder? Den Scharfschützen oben kriegen wir jetzt. Erwischt ihn. So, er stand vorher auch noch da, aber andauernd, aber egal. Mist, so viel in Sachen Heimlichkeit. Oh. Wir wurden entdeckt, angreifen. Na super. Er ist nach vorne herum weggeflogen. Ist auch nicht gut. Hallo, come on. Er war doch hier in den Oberkörper rein. Wow, wow, wow. Von hinten. Alter. Rennen die hier rein? Wow, wow, wow. Hallo, warum rutscht der runter? Okay. Ja, dann bleibe ich gerade mal kurz unten. Ah, hier war er. Oh, der war schön. Nicht einfacher, wie man so schön sagt. Lass die Spiele beginnen. Der Anzeigetafel zufolge liegen wir schon vorne. Großspuriger Hurensohn. Hallo? Nicht solche harten Worte. So, das Level-Design in dem Level ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Hier schön mit der, dem Gang hier und so. Sieht ganz okay, nett aus. Alter, vorsichtig. So, vorsichtig. Ja, aber ist ja gar keiner. Ich sehe den Kommunikationsaußenposten. Wir sind nah dran. Ah, okay. Zwei Ziele vor uns. Ich den linken, du den rechten. Alles klar. Hallo? Ein bisschen schneller, bitte. Er war ja schon minutenlang erledigt. Muss das Kommunikationszentrum sein bei der fetten Antenne. Da muss es Informationen über die Transaktion geben. Wir müssen den Operator verhören. Am besten machen wir die Good Cop, Bad Cop Nummer. Was hältst du von der altmodischen Art? Hier ist Eagle One. Sektor 3 ist grün. Nichts Ungewöhnliches. Eagle One, wir haben keine Verbindung zum Außenposten Alpha. Könnt ihr jemanden hinschicken? Hör gut zu. Was du in den nächsten Sekunden tust, entscheide darüber, ob du lebst oder stirbst. Hast du verstanden? Fahr zur Hölle, arme Schwein. Du bist tot. Das ist aber nicht nett. Wo wird die Transaktion stattfinden? Ich weiß es nicht. Wie du willst. Stopp, nicht schießen. Ich weiß nur, dass man nur mit einem Boot dahin kommt. Lass den Scheiß. Bitte, mehr weiß ich nicht. Ich schwöre, beim Leben meiner Kinder. Yes, such nach einem Boot. Ich werde diesen Typen jetzt bearbeiten, bis er redet. Alles klar, aber knebel ihn, damit er nicht so schreit. Okay, okay. Die zahlen mir nicht genug für diesen Scheiß. Sucht nach einem verlassenen Kloster. Ihr gelangt über den Fluss dorthin. Aber erst müsst ihr durch die Höhlen kommen. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre. Das ist schon besser. Und jetzt gute Nacht. Ja, okay. Und das war die Mission in Akt Nummer 3, die erste. So, weltischer Treffer 806 Meter. Cool. 80% nur? Oder wo habe ich so daneben geballert? Okay, das müssen wir unbedingt erhöhen. Weiter geht's. Uniform, du hast den Mann gehört. Kannst du seine Story bestätigen? Verstanden, Racer. Die Satellitendaten zeigen, dass er nicht gelogen hat. Sie müssen durch das Höhlensystem. Wir bereiten eine Willkommensfeier für Hassan und Merinov vor. Beeilen Sie sich, damit Sie nicht zu spät kommen. Jawohl, Sir. Dieses Ereignis will ich nicht verpassen. Wir haben null Informationen, wie viele Feinde sich befinden oder welche Waffen die Feinde haben. Sie müssen auf. Uniform, wir haben statische Störungen. Ist sicherlich die Felsdichte. Wir werden von oben Bericht erstatten. 3, 2, out. Hab dich.
يبدو أنه لا شيء. ميست. أكره هذا المكان. Das sagt der Richtige. Schnauze. Und weg ist die Waffe. Fuck! Wie viel Munition hast du in deiner Handfeuerwaffe? 15. Das wird kein Kinderspaziergang. Aber es gibt viele dunkle Plätze zum Verstecken und ich habe noch mein Fernglas. Das ist auch eine Art, um geh dort runter, Cole, zu sagen. Tja, du bist der Held. Ich bin nur der Spotter. Außerdem ist das dein Gewehr. Dreister Bastard. Pass auf den Scheinwerfer auf, bevor du über die Brücke gehst. Ein Alarm hier und wir sind so gut wie tot. Lass mich einfach hier runterspringen. Bleiben. Okay, nee, lieber nicht. Das überlebe ich, glaube nicht. Na super. Der Idiot auch noch seine Waffe fallen gelassen. Ja, matt im Gesicht. Halt, Patrouille kommt aus dem Tunnel rechts. Da rechts, okay. Ja, ich trinke meinen Tee. Nicht schießen, abwarten. Ja, Mann, chill doch. In den Hinschimmeter. Schon geil, die Sprache. Also ich habe nichts gegen die Sprache, aber sie hört sich doch ein bisschen lustig an. Ja. Ganz ruhig, Mann. Guck mal, wie sie wegrennen. Das kann nicht weitergehen. Uiuiui. Jetzt rüber. Ich bin durch. Oh, hallo? Erster Schuss wieder verfehlt. Gibt's ja gar nicht. So, und warum kann ich nicht seine Waffe aufheben? Das war im ersten Teil auch noch besser. Da konnte man eigentlich jede Waffe aufheben. War eigentlich ein bisschen schwachsinnig, weil man eigentlich manchmal so mit dem Sniper unterwegs war, aber egal. Aber man hatte trotzdem die Möglichkeit. Die lassen wir lieber. Du kannst sie umgehen. Ich glaube, ich habe genug Schaden angerichtet. Gerüche, Reue? Nein, Ergonomie. Okay. Kommt einfach an denen vorbei. Ja, okay. Die bleiben schön am Lagerfeuer. Sehe eine Patrouille, die auf dich zukommt. Verdammt, kein Platz zum Verstecken. Ins Wasser, los. Ins Wasser? Einfach hier runter. Ui! Auch mal geil. Ja, jetzt schon. Verdammt kalt. Bist du es Ach so. Ich dachte, er holt so komisch Luft wegen Dings, weil er keine Luft mehr hat. So, ich habe eine Waffe und könnte einen Staff machen. So, machen wir so. Der platscht da runter. Sehr schön. Hallo? Mein Laptop im Steg hängen. Wenn ich zu fett bin. Den oberen Weg. Du musst noch mehr Feinden ausweichen. Ja, die zwei, die können wir da stehen lassen. Hier drin gibt es viele Verstecke. Pass auf dich auf. So, soll heißen. Halt. Abwarten und Tee trinken. Agil. Na, jetzt redet er da runter. Folge weiter dem Weg in die Höhle hinein. So, der bleibt da stehen. Hallo, woher? Okay, na, der geht da nach hinten. Kann ich hier wieder weitergehen? So, da drüben, da steht wieder einer. Okay, wenn ich ziehen muss, dann schieße ich lieber nicht. Das macht er, glaube ich, automatisch. Das ist wegziehen. So, einmal ein bisschen weggezogen. Und dann hätten wir schon mal ein Problem weniger. Achtung, der Suchscheinwerfer kann dich hier erwischen. Jo! Okay.
Sehen aber noch gar nicht. Deshalb, oder meint er weiter vorne? Da war ja bis jetzt gar nichts. Ja, ganz ruhig. Endlich, ich sehe mein Gewehr. Oh, na soll. Es hat ein paar Kratzer am Lauf, aber Abzug und der Rest sehen okay aus. Gut, schalt den Scheinwerfer und alles im Umfeld aus. Na super. So, jetzt noch den hier. Und den hier. Boah, nicht getroffen. Nicht durchs Holz durch. Okay. Und der da drüben. Sie doch hier treffen, oder? Ah, jetzt kommt er raus. Gerade wo ich jetzt so einen blöden Atem hab. Ah. Komm, der wackelt gerade so blöd. So, okay. Das hätten wir. Nehmen wir gleich ein Medipack, nehmen wir das mit, wenn das alles da steht. So, hier haben wir auch voll nachgeladen. Okay. Na fein, wird ein harter Weg. Ja komm, jetzt habe ich die Sniper wieder. Jetzt wird's einfacher. Gehen wir hier entlang. Okay, genug geplaudert. Wieder gleichzeitig. Okay, meiner ist tot. Wie lang der braucht. So, ja, jetzt sagt er nochmal. Jo, ich bin auch gerade am Ändern. So, ach so, hier hochgehen? Okay.